sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, nach dem Motto 10 Orte, eine Stadt, darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich auf den Abend, es wird was ganz Besonderes. Ich habe ein richtig gutes Gefühl und ich wünsche euch allen viel Spaß. Danke. Herzlich willkommen, Ambiente. Dieses Jahr den Sportförderpreis an einen Paten. Und den Paten zeichnen wir dieses Jahr erstmalig als Motivator des Jahres aus. Ich halte im Moment den Preis, aber ich gratuliere dir schon mal, Tobias. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter hier, dann könnt ihr auch alle noch ein bisschen besser sehen. Genau, Tobias Strübe, Bernhard auch und der Kiefer natürlich sowieso. Ruhig einmal hier vorne hinkommen. Genau, wunderbar. Dann können wir das alles ein bisschen besser sehen. Und wir fangen schon mal an, ganz kurz. Tobias, erstmal natürlich bei dem Vornamen habe ich direkt gedacht, das muss ein Mann mit Format sein. Welche Vorteile, vielleicht wenn du es einmal sagen möchtest, welche Vorteile hat das auch bei Frauen, wenn man Tobias heißt? Was ist dir da schon alles passiert? Den Vorteil sieht man da vorne an Tisch 8, der da sitzt. Ich glaube, da hat man eine ganz gute Durchschlagskraft. Oh, ist das schön, oder? Meine Damen und Herren, Tobias Strübe. Wir beginnen mit dem Sportler des Jahres. Kommt aus Westenholz, so viel darf ich schon sagen. Ist sehr jung, gerade 18 Jahre alt. Und ich bin sehr sicher, wenn ich jetzt sage, dass das richtig ist. Es ist noch nie ein Werbunker schneller gelaufen als Noel Torwesten. Der junge Mann hier hat 10,59 stehen. Als Bestes. Wow. Als ich Noel heute Abend hier gesehen habe, habe ich erst mal gesagt, mein Gott, Ladies, guckt euch mal die Frisur an. Was ist damit passiert, Noel? Ja, mal was Neues, ne? Halt, ist das bei dir fest, dass du eine Freundin hast, verlobt, verheiratet? Gar nicht. Gar nichts? So, das heißt, da können wir angreifen. Eigentlich schon. So. Und aber Noel Torwesten, der schnellste Dämpfer aller Zeiten. Ein Applaus für dich. Die Sportler, die wir heute ehren, sind 10 Kilometer in 39 Minuten und 3 Sekunden gelaufen. Und das ist, glaube ich, auch für die meisten Herren im Saal hier schwer zu erreichen oder zu toppen. Und jetzt müssen wir wirklich dazu sagen, als ich vorher mit Larissa gesprochen habe, da war es so, dass Larissa mir gesagt hat, ich freue mich die ganze Woche schon, dass ich endlich mal hier auf der Bühne stehen darf und dass ich endlich mal interviewt werde. Also da war sie was. Larissa, bist du verheiratet? Du musst erst die wichtigen Fragen klären. Nein, bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Bist du vergeben? Das bin ich. Das war ein schöner Abend, Larissa. Großer Applaus für die beiden neuen Torwesten, Larissa Kraft. Und wir hören uns noch mal. Ich habe ja mal recherchiert, wie Delbrück für sich wirbt. Nicht nur Delbrück mag ich Marketing, sondern offiziell nicht immer besser. Da habe ich gedacht, guck mal, und mir hat das dann geklaut, Jan Spieler. Das ist dann, muss man mal, die Vogelgrippe am Ende des ausgehenden vergangenen Jahres. Vogelgrippe und Trump, sagen wir es mal so, würde Donald Trump Donald Duck heißen, hätte man zumindest schallpflicht antworten können. Aber ich sag dir, ich sag ja immer, dabei sein ist alles. Gewinnen ist nicht so wichtig, aber verlieren ist auch scheiße. Jo, ich bin ja auch Sportler. Du bist Sportler? Ja, ich bin auch Sportler. Sag mal, bist du Sportler? Ich bin auch Sportler. Hubschrauber, da. Du bist nicht so wichtig. Glaubst du, die merken das? Die merken das nicht, Horst. Die merken das nicht. Wer dann Niedermeyer und auch seine Frau Käthe Niedermeyer.
Sie nach vorne gegangen sind, eben war das Mofi. Was ist das bei Ihnen? Würde ich sagen, Spieker sagen Sie zu dir. Spieker? Warum? Ja, weil ich da bin. Ach so, ja. So, ja. Herr Engelmeier, 50 Jahre Betreuer erste Mannschaft, haben wir gerade schon gehört, seit 56 Jahren Mitglied des Vereins, seit 30 Jahren Platzwart. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, seit wann sind Sie geschieden? Ich bin nie geschieden, ich bin immer da. Wir sind unter uns, wir können ehrlich sein. Ich bin immer da. Tatsächlich. Beim Verein, aber ich meine jetzt Ihre Frau. Auch. Gibt es noch irgendein Traum, Herr Engelmeier, wo Sie sagen, wenn das die Fußballer des Vereins oder meine Frau oder sonst wer mir noch erfüllen könnte, dann würde ich noch mal hier auf die Bühne kommen? Ich mache immer weiter, ne? Solange ich noch fit bin, solange wie es geht, mache ich immer noch weiter. Ne? Frau Engelmeier, auch Sie haben sich heute Morgen unglaublich gefreut. Ich weiß, dass Sie hier heute im Rampenlicht stehen und dass Sie jetzt auch noch 10 bis 12 Fragen beantworten. Aber wichtig ist natürlich, was kann dieser Mann besonders gut, wenn er nicht auf dem Fußballplatz ist? Ja, gut. Vielen Dank, Frau Engelmeier. Also, letzte Frage, Frau Engelmeier. Ein Traum, dass Sie sagen, dann komme ich nächstes Jahr nochmal wieder hierher. Was soll mit dem SuS Westenholz passieren? Wir wollen ja angeblich wieder aufsteigen. Ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe 4 Jahre im Westenholz Fußball gespielt. Und vor 14 Jahren sind wir 40 Jahre mit damals unserem Trainer Conny Borgmeier aufgestiegen. Und dort war Spulker schon unser Mannschaftsbetreuer. So lange. Die Fachmannschaft vom SuS Westenholz. Spitzenreiter, 17 Siege, ein Remis, keine Niederlage, 6 Gegentore. Welche Drogen gibt es in Westenholz? Tja, da waren ja ein paar schwarze Punkte auf der weißen Weste dabei. 6 Gegentore und ein Unentschieden. Also, wir haben nicht alles wunderbar gut gemacht. Nein, also, ich glaube, damit konnte keiner rechnen, dass es nach dem Aufstieg im Prinzip dann direkt wieder so weitergeht. Ich habe uns diese Pokale haben wir eben schon übergeben. Wir müssen ja einmal kurz beschreiben, wie sehen die aus, wo steht der künftig und was steht drauf? Erstmal sieht er toll aus. Heute Nacht wieder wahrscheinlich bei mir im Zimmer übernachten. Und ja, wenn keiner nachfragt, dann ist er dann nächstes Jahr auch noch. Aber nein, den stellen wir irgendwann dann ins Sport. Das kriegen wir schon hin, dass er da schön oben auf unserer Glasvitrine dann steht. Jetzt haben wir noch eine neue Leinwand, wo die Bilder aller Aufstiegsmannschaften sind. Also irgendwie kriegen wir das da schon wunderschön dekoriert. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Haben Sie noch Spaß heute Abend? Tanzen Sie so ein bisschen, trinken Sie so ein bisschen. Schönen Abend noch. Bis bald. Ciao.